Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, Altin ist sehr kompromisslos, gutes Striking. Das wird auch eine sehr, sehr starke Paarung. Wie du gerade gesagt hast, Ulf Dejim, super starke Kämpfer dabei. Schon viele Siege jetzt auch für sich eingeheimst. Und stark gelöste Stimmung auch. Ich sage es auch einfach, bei mir ist es ja nicht so, dass ich jemand nicht mag, aber ich vermute jetzt einfach, dass der Alte diesen Kampf einfach gewinnen wird. Ich halte dagegen. Ich sag Offenbach. Ja? Offenbach, okay. Jim. Nein. Glaub mir, Marlon. Ich bin mir da sehr sicher. Wobei, es kann natürlich immer anders ausgehen, das weiß ich selber. Weil unser Ref ist auch voll dabei, ja. Oh, ja, er hat auch direkt auf die Mumme gehauen, ich sag's dir. Man soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen. Du hast vollkommen recht, lieber Marlon. Ja, oh, guter Tritt auch zum Kopf. Ja, Altin antwortet. Oh, jetzt Double Unlock, Wurf. Und zum Takedown. Sehr gut, der Bodylock sitzt. Jetzt noch super Frame, in die Frames setzen, übergeht. Valentin. Frames. Setz die Frames. Stimmt auch. Aber guck mal, wie intelligent er den Frame an der Hüfte setzt. Ja. Sehr gut. Der Frame am Hals muss noch richtiger sein. Oder da zum Underhook reinwischen. Guck mal, da in der Öffnung, da konnte er den Ellbogen reinschieben, den Underhook holen, aufstehen. Hat sich da tatsächlich schön den Overhook gesichert, um auch keine Schläge zu kassieren. Gefällt mir sehr gut, was der Valentin da zur Verteidigung aufgebaut hat. Da fährt er auch das Knie rein, wie ich es immer wieder haben wollte am letzten Samstag beim Grappling. Leute, ihr müsst wissen, wie ihr euch in der Side Control verteidigt. Ja. Sehr gut. Ja, guck mal, da macht er Distanz. Da sind noch keine Schläge mehr drin, da gibt es jetzt Schläge von ihm. Und Ex-Kick von unten nach oben. Mega, schnell wieder auf die Beine. Ja, da muss der Alte okay, auch Michael, ich höre. Aber ich bleib dabei. Warte ab. Oh. Also, wirklich, Valentin macht das sehr gut. Nicht in den Käfig greifen, das ist verboten. Sehr gut, der Ref hat es ihm auch nochmal gesagt. Da ist wieder ein Takedown vom Altin. Und wenn er jetzt hochrutscht, vernünftig, sich da hochschiebt, kann er es auch mit dem Ground and Pound versuchen, aber er muss auf den Sweep aufpassen. Da die Mount Escape, wie technisch er nach dem Fuß kriegt, das habe ich den Kindern letzte Woche noch beigebracht. Mount Escape, genau so, den Fuß angeln. Da ist der Sweep, von dem ich gerade gesprochen habe. Wunderbar. Tja, habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt, Marlon? Tja, es ist, wie es ist. Es ist alles möglich im MMA. Guck es dir an, dein Schützling. Ja, aber warte ab, da ist schon wieder ein Takedown. Der Valentin gibt den. Oh, er wird richtig angehypt. Er hat so eine Entourage dabei, hörst du? Ah, der Alte muss halt einfach aufpassen, die Sweeps sind von Valentin schon gut. Ja, jetzt einen ordentlichen Halfguard-Sweep, Deep Halfguard am besten. So. Da unten ist so viel Platz. Ja, sehr schön. Aber er hält an dem Overhook fest. Das hat er sich... Oh nein, der Arm. Ja, aber das Bein ist noch nicht... Ja, jetzt aber schon eher. Jetzt stacken. Drück ihn zusammen. Genau, ins Gesicht rein. Mach jetzt die Luft. Jetzt könnte er. Befrei deinen Arm. Hat er gemacht. Er hat euch gehört, Mann. Heiliger. Starke erste Runde. Ja, mega stark. Ne? Auch für Amateure. Und dann 17 und 18 Jahre alt. Was sollen denn da für Profis draus werden? Oh, die Blicke. Wenn Blicke töten könnten, ne? Ja, warte mal ab, wenn das hier nochmal in den Profibereich noch reingeht. Hammer, der Blick, Alter. Der war schon so, boah, bitch, please. Ehrlich jetzt? Geil, ey. Es ist ein Fest. Es ist ein Fest der Gefühle. Das ist natürlich auch MMA-Stimmung hier im Amateurbereich. Das ist Wahnsinn, was hier los ist. Beide Teams hier, starke Fanbase dabei. Es ist laut. Starke Kämpfer. Nolan checkt nochmal den Mundschutz und los geht's. Nicht zu früh freuen. Ah, da wollte Valentin direkt mit zwei kräftigen Kicks starten. Jetzt wird er zu Boden gerungen. Und Altin hat ihn zu Boden gerungen. Krasser Bodylock auch. Ich meine, man sieht die Muskeln, wie sie sich spannen. Kein Gramm Fett am Körper.
Aber das siehst du, beide von der Statur her in etwa gleich, sehr, sehr lange Gliedmaßen. Ja. Und der Altin muss halt einfach auf die Sweeps aufpassen. Ja, und jetzt haben wir das, was ich ja eigentlich in der ersten Runde erwartet hatte. Befreie dich, Valentin. Und da sind wir aber beim Nordin. Wenn der Nordin zu viel von diesen Schlägen sieht und da wird an der Verteidigung nicht gearbeitet, bricht er ab. Dreh dich, dreh dich. Sehr gut. Spannend. Es bleibt definitiv spannend. Definitiv, ja, starke Paarung. Genau. Nicht inaktiv bleiben mit dem Unterkörper. Benutzt deine Beine, um dich da raus zu befreien. Genau, kletter den Baum nach oben. Perfekt, das meinte ich vorhin auch. Genau, bocken. Genau, beschützt. Genau, rechts nach links, da ist Bewegung. Richtig, so verteidigt man sich gegen Ground and Pound. Oh, da muss der Altin aufpassen mit diesen Attitüden, so zu schauen, Kopf zu schütteln. Und da versucht er auch das noch einen Sweep. Schnell nach hinten losgehen können. Oh. Ja, aber Valentin lässt ihn hier arbeiten. Hörst du die Schläge am Käfigboden? Ja, das ja. Donnert bis aber hier. Aber ich glaube, das wird der Nordin nicht lange noch so laufen lassen. Oh mein Gott. Ja, das ist gut. Ja, tumultartige Zustände am Cage-Rand. Da war einer richtig sauer nach der ersten Runde. Uiuiuiui. Der Valentin zeigt zwei Mittelfinger in Richtung sauer, der Fans der UFD-Jungs. Oh mein Gott, was ist hier los? Der Ring wird immer voller. Ja, aber das war eine starke... So, einmal das offizielle Urteil. Ein Riesenapplaus habt ihr schon gegeben. Wir kommen zur Siegerehrung via TKO. Sieger, der Kämpfer aus der roten Ecke, Altin Zenu. Mann, da würde ich sagen, schuldest du mir eine halbe Cola oder sowas. Ja. Die gehe ich mir gleich selber holen, aber die ist dann von dir ausgegeben. Ja. Sagt der Niki schöne Grüße. Ja, wenn er die Kontrolle so schön aufbaut und wird halt nicht gesweept. Wobei der Valentin es am Anfang wirklich schön gemacht hat. Hat es gut also bei diesem Match sieht man einfach, wo die Reise hingeht. Also Deutschland braucht sich um die MMA-Zukunft keine Sorgen machen. Die Jungs waren erst 17 und 18 Jahre alt und haben noch eine große Karriere vor sich. Sehr schön anzusehen. Es geht weiter in einem Leichtgewichtskampf. Das TFS-Team aus dem schönen...